Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von der Demo von TabCraft. So, ich wollte mal gucken, das geht ja nicht in der Demo, aber ich wollte mal gucken, ob ich hier... Nee, das geht nicht, weil ich nur zwei Flammen habe, das heißt... Und das kann ich auch nicht, weil ich nicht genug Gold habe. Okay. So, ich brauche immer noch Fische. Die Fische sind respawned. Und ich darf jetzt nicht so dämlich sein, die wieder zu verfüttern. Weil ich brauche ja 100 Fische. Ich habe die aber vorhin gegessen. Weil ich so hungrig war. Gut, ich mache mal hier weiter. Dass ich mal irgendwie anders an Essen komme. So. Dann machen wir mal Seile nochmal. Okay. Oh, ich nehme immer die Escape-Taste. Brauche ich gar nicht. Kann ich das eigentlich essen? Was ist das eigentlich? Nee, das sind Samen oder sowas, ne? Das kann natürlich dauern, bis ich 60... Ich habe schon wieder auf Escape gedrückt. Dim, 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 hier. Es scheinen immer 15 Fische drin zu sein. Oh. Meine Angel ist kaputt. Das heißt, ich muss schon mal... Jetzt fehlt mir 120 Holz. Ich bin hier... Immer fehlt was. Aber Holz und Dings kann ich ja Gott sei Dank... Holz und Stein kann ich ja Gott sei Dank ohne Werkzeug machen. Jetzt habe ich Gott sei Dank wieder ein paar Äpfel gekriegt. Oh, er hat auch einen Apfel, mein Holzfäller. So, okay, dann iss mal. Ups, dann machen wir noch mal schnell eine Angel. Was das hier bedeutet, weiß ich auch noch nicht. Okay, so, und dann kann ich wieder Fische fangen. Und wir noch einmal, noch ein Fishing-Spot. Okay, Quest erreicht. So, ich habe einen Mitarbeiter gekriegt und ein Kartenstück, also eine weitere Insel. Bild 2 Mines, Collect 100 Stones, Iron und Kohle. Ach so, das habe ich jetzt gekriegt. Okay. Hier habe ich schon Sternchen. So, ich muss das mal 2 Mines machen. Ja, aber meine Leute haben Hunger. Warte. Mann, Mann, Mann. So, okay. Ich soll davon 2 machen. 220, oh, 5 Picke. Und eine Picke kostet
30. Also Steine und so kriege ich auch ohne Picke. Aber wenn ich eine Picke in der Hand habe, also ich brauche für die 500 Steine und 150 Holz. Ich muss mal gucken. So schnell kann ich Essen gar nicht an Land bringen hier. Task complete, 1 von 4. Äpfel, ich brauche Äpfel. Danke. So, jetzt lassen wir mal kurz gucken. Hundertfünfzig plus 220 und 370 Holz. Okay. Dann Mantau. Wie gesagt, das mit dem Essen. Was habe ich jetzt gesagt? 350? 150 plus was? Ey, Kopf wie ein Sieb, ne? Ne, 370. Mal wieder, da kommen wenigstens ein paar Äpfel rum. Ups. Was mit dem Essen? Und meine Angel ist auch gleich wieder durch. Aber wie das bei jedem Spiel ist, wird sich das sicherlich irgendwann dann akklimatisieren. Wie das, ich hätte jetzt erstmal was zu essen gebaut, aber das Tutorial sagt ja was anderes. Mal sehen, wann wir dazu kommen. 370 haben wir. Und jetzt brauche ich noch 200 Stein und dann noch mal, was soll ich? 5. 200 und 5. Also 300 Steine haben wir gleich. Steine, das brauchen wir dann noch mal, ne? Weil ich soll ja zwei bauen. Okay, so, dann bauen wir. So und. Ach so, das gibt. Ich kann normalen Stein.
Was ist das eigentlich? Das ist noch was anderes. Achso, dann mache ich einmal über hier Dings, Eisen und einmal über Kohle. So, also nochmal 370 Holz. Ist ja süß. Man hat dann später auf den Inseln alles voll. Und ich denke mal, bevor man auf eine andere Insel fährt, sollte man hier auch wirklich alles voll bauen, damit man die Ressourcen kriegt. Weil du klickst dich ja am Anfang wirklich tot. Die sind ja noch ganz langsam. Ich weiß nicht, ob du die später noch skillen kannst. Aber guck mal, wenn du hier überall, wo das Holz ist, wenn du hier überall einen Holzfäller hinmachst und hier überall die Minen, dann kommt das von ganz alleine. Bloß ich habe jetzt halt die ganzen Ressourcen nicht. Und das Problem am Anfang ist halt das Essen, wie überall. Hatte ich gesagt, ne? Und ich brauche auch schon wieder gleich eine neue Angel. Aber ich mache das hier zu Ende. Weil desto mehr Arbeit du hast, desto mehr Nahrung brauchst du ja auch. Zweihundert Stein war das, ne? Okay, das geht mit dem einen Holzfäller jetzt ein bisschen langsam. Aber ich frage mich auch, warum man nicht drei Minen bauen soll. Aber das, was ist das? Gold wahrscheinlich. Und du kriegst ja hier Eier und alles. Also wir müssten uns dann mal wirklich um Essen kümmern. So. Gold. Ich weiß auch nicht, ob ich die Sachen dann einschmelzen und verkaufen kann und so weiter. Und ich habe kein Essen mehr. So, dann bauen wir eine. Noch eine Mine. Wo sind meine Steine? Oh nein. Ich hätte 300 machen müssen, ne? Jetzt verbrauche ich die Picke. Obwohl, geht noch. So, dann machen wir das auf die Kohle. So, und dann muss ich dann nochmal die anderen Ressourcen. So, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Angel. Da fehlt mir Holz. Ich werde wahnsinnig. Ja, ich verbrauche das, ne? Wenn ich selber.
Mach mal schnell eine Angel hier. So. Oh weia, oh weia. Okay. So, was soll ich denn jetzt machen? 100 Steine, 100 Eisen, 100, okay. 100 Steine. Das mit dem Essen ist echt ein Problem. Ich hoffe, der nächste Quest hat mit Essen zu tun. Das ist nicht schön. Oder das ist absichtlich so, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wenn ich das neu anfangen würde, würde ich sofort mich ums Essen kümmern. Ups. Weil das geht doch ganz schön schnell. Weil wenn du Felder und so hast, ne? Okay, Quest. Achso, ich brauche jetzt noch Kohle, 100. Dann brauche ich eine Picke, ne? Für mich. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Und ich brauche noch Eisen. So, was fehlt denn jetzt schon wieder? Stein, weil ich eine Picke, ja, gemacht habe. Quest complete. Ich muss aber erstmal mich ums Essen kümmern. So. 100 Gold. Continue. Collect 1K Stones, craft 3 Pickaxe. Boah. Also ich würde mich jetzt aber erstmal ums Essen kümmern wollen, weil das geht so nicht. Ein Feld, 250 Holz. Und dann, eine Farm. Ja, das mit den Sensen ist natürlich... Aber ich kann ja mir eine Sense machen und das selber machen. Erstmal wahrscheinlich. Habe ich nicht noch eine Sense? Nee, die... Wo ist denn die geblieben? Ach so, ja. Also ich brauche 250 Holz. Ach, wenn das Essen alle ist, arbeitet keiner. Okay. Aber ich kann noch arbeiten, okay. Ach so, dann ist das ja... Die arbeiten halt nur nicht, wenn es kein Essen gibt. Okay. Ja, ich weiß, dass die People hungrig sind, aber ich kann es jetzt nicht ändern.
Ich kümmere mich jetzt auch erstmal ums Essen. Weil ich muss mich jetzt hier mal entgegen der Quest langhangeln, sonst wieder verhungern die mir. Das ist eigentlich das Erste, worum man sich kümmert. Essen und Trinken in jedem Survival auch. So, also ich baue jetzt eine Farm. Oder ein Feld. Ja. Okay. Mal gucken. Und dann baue ich mir eine Sichel, 17 Dingens. Beamed Workers, okay. Ich weiß, dass keiner arbeitet. Und dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht wirklich mal einen Fischer mache. Hier kommt ab und zu mal ein Apfel bei rum, aber das ist ja nicht viel. Das heißt, ich muss mich wirklich mal um Seile kümmern. Ich brauche 60 Seile. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis das hier wächst. Weil meine Angel ist auch gleich wieder durch, ne? Warte mal. Mal kurz was gucken. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Da steht aber auch keine Erklärung bei, ne? Nee, also... So, Seile. Weiter. So, ich hab... Eine Sensor habe ich nicht gemacht. Der ist auch noch nicht fertig. Ich muss auch mal erstmal 80 Holz mir besorgen. Okay. So, einen brauche ich noch. Okay, dann mache ich mir jetzt eine Sense. So, und dann lass mal gucken. Wow, guck mal, die Ernte. So, ich kann daraus, ich kann das Korn aber so nicht essen. Bakery. Dann machen wir doch mal 750 Steine. Dauert ja nicht lang. People are hungrig. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich will das jetzt aber nochmal mit der Bäckerei wissen. Weil das hätte man zuerst machen müssen.
Das Tutorial ist ein bisschen doof. Okay, ihr Lieben, aber ich beende den Teil hier erstmal für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.